Dank für die Einführung. Ich versuche es, wie das die Universitätsprofessoren ja immer machen bei Vorträgen, sich kurz zu halten. Nein, ich habe es mir wirklich ganz fest vorgenommen. Meine Damen und Herren, der Titel meines Vortrags, ob man es jetzt als Keynote sieht oder mal als aktueller Stand, wo stehen wir, habe ich mal mit der Unterschrift BIM-Einführung im Ingenieurbüro. Sie wissen, ich bin nicht im Ingenieurbüro. Ich habe aber in den letzten Jahren sehr viele Ingenieurbüros, auch Bauunternehmen und andere Unternehmen ein bisschen begleitet, habe viele Erfahrungen gesammelt im Rahmen von BIM-Pilotvorhaben des Bundes. Wir waren ja, oder sind immer noch für die Betreuung der ersten BIM-Pilotvorhaben zuständig, auch die zweite Rutsche der BIM-Pilotvorhaben im Infrastrukturbereich begleiten wir und haben auch den einen oder anderen Aspekt schon begleitet im Rahmen des Hochbaus. Ich denke mal eben von der Funktioniert das? Ah, alles klar. Eben hatten wir eine sehr schöne Motivation, warum wir uns eigentlich damit beschäftigen. Ich habe auch bewusst ganz wenig den Titel BIM verwendet, weil BIM ist jetzt sozusagen so ein mehr oder minder Modewort in den letzten Jahren geworden. Wir sprechen wirklich von der Digitalisierung des Bauens, würde ich jetzt einfach mal so sagen, von einer digitalen Transformation. Und man kann immer von zwei Sachen rangehen an so eine digitale Transformation. Zum einen kann man rangehen und sagen, habe ich irgendwo Probleme? Habe ich in meinen Prozessen, die ich in meinem Ingenieurbüro habe, vielleicht auch in Verwaltung, irgendwo Sachen, wo ich glaube, vielleicht könnte man das ein bisschen effizienter gestalten, ein bisschen optimieren. Ich habe meine Folie ein bisschen abgeändert von meinem Kollegen Herrn Malkwitz genommen. Im Prinzip haben wir dann sozusagen häufig mal Nacharbeiten, Überprüfungen, Gewährleistungen beim Bau, beim Ablauf. Wir haben auch natürlich manchmal mangelhafte Leistungen, manchmal führen wir auch was Falsches aus, vielleicht weil die entsprechenden Pläne nicht rechtzeitig da waren. Das führt dann im Prinzip zu ganz vielen anderen, nicht mehr so ganz direkten Problemen. Ich muss dann im Prinzip mit Überstunden, ich muss Änderungen vornehmen, ich muss im Prinzip, das ganze Projekt verzögert sich, ich komme zu diesen ganzen Mehrkosten. Das war ja natürlich auch so der Aspekt der Bundesregierung damals zu sagen, gerade bei diesen Großbauprojekten, wenn sich das immer wieder potenziert, haben wir ein wirtschaftliches Problem, also nicht nur in dem einzelnen Ingenieurbüro, sondern für die ganze Gesellschaft. Auch sicherlich nimmt dann die Produktivität ab insgesamt, wenn man immer wieder mit Nacharbeiten beschäftigt ist. Man möchte eigentlich ja zusehen, dass man eine gute Leistung erbringt im Ganzen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir das so ein bisschen vor Augen haben, wir wollen einfach besser werden, wir wollen in jedem Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften, uns soll es ja auch gut gehen. Was kann man denn machen? Dann kommt diese digitale Transformation, diese Folie kennen Sie bestimmt schon. Wir sind übrigens die Drittletzten immer noch, also 2016 war das auf jeden Fall so. Man hat dann einfach so gesehen, also ganz viele Branchen, die sich, auch solche Probleme hatten und auch eine neue Möglichkeit sich ergeben haben, haben angefangen, mit digitalen Technologien zu arbeiten. Im Prinzip, wenn das Ganze in die Prozesse hineingeht, dann sprechen wir eigentlich von digitaler Transformation. Man muss sich immer überlegen, dass es so vier Facetten gibt bei den ganzen Sachen. Also wie führe ich das strategisch an? Wie mache ich das vielleicht im Produkt? Das ist bei uns vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger. Wie kann ich das Produkt digitalisieren? Aber wie kann ich den Vertrieb und die Prozesse vielleicht auch unterstützen? Also das sind alles so Aspekte, die digitalisiert werden können. Und ich denke mal, wenn man solche Statistiken immer sieht, haben wir sicherlich so ein gewisses Potenzial. Also, woher kommt das Ganze? Ich habe mal hier eine Folie genommen oder ein Bild genommen. Ich hoffe, Sie können es soweit lesen. Es gibt unterschiedliche Facetten dieser digitalen Transformation. Zum einen ist die Verfügbarkeit von digitalen Technologien eine Voraussetzung. Das haben wir schon seit etlichen Jahren, also die sind sozusagen verfügbar. Die sind zum Teil in der Forschung und Lehre, aber auch in den Unternehmen entstanden. Dann gab es jetzt eben solche Anstöße aus der Gemeinschaft zu sagen, irgendwie wird vielleicht mein Geld nicht richtig eingesetzt bei den Bundesbauten. Da ist doch vielleicht ein Bedarf, das Ganze zu verbessern. Auch Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur die Kosten, sondern einfach Information, Mitnahme. Wir kennen das Ganze ja aus verschiedensten Großprojekten, die ja in den Schlagzeilen waren. Dann kommt eben sozusagen der Staat und im Prinzip gibt Verordnung, wie wir das jetzt in NRW vielleicht dann auch sehen. Im Prinzip, was sind Vorgaben, was ist zu machen. Und eigentlich
müssen wir aus diesen digitalen Möglichkeiten jetzt Verwertungspotenziale für uns alle entwickeln. Also, das heißt also neue Geschäftsprozesse entwickeln. Nicht nur einfach etwas digital anwenden, sondern immer überlegen, wie kann ich damit für mich eine gewisse Verbesserung finden im Unternehmen. Das kann ein kleiner Schritt sein, das kann ein großer Schritt sein, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht sagen, bei allen Ingenieurbüros ist das das Gleiche, aber das ist eben so ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch mal ganz kurz noch mal so ein paar Begrifflichkeiten dazu. Also wir sprechen so von drei Leveln auch der digitalen Transformation. Zum einen ist natürlich digitale Kompetenz. Das heißt, erstmal überhaupt zu wissen, was möglich ist. Also das hat viel mit Informationen zu tun. Da gehören solche Veranstaltungen zu. Dann ist natürlich erstmal auch eine digitale Nutzung. Ich muss erstmal mit den Technologien umgehen können, die es jetzt gibt. Und erst dann im nächsten Schritt kann ich dann im Prinzip in die digitale Transformation. Transformation bedeutet immer, dass Sie Ihre Prozesse, Ihre Geschäftsprozesse, Ihre Abläufe im Prinzip mit digitalen Hilfsmitteln unterstützen. Also Sie können sich ja vielleicht mal so überlegen, wo Sie sich so gerade befinden. Besitzen Sie alle schon die digitale Kompetenz, also wissen, was möglich ist? Was setzen Sie schon ein? Das tun Sie wahrscheinlich schon sehr häufig, arbeiten digital, aber haben Sie da den Prozess im Hintergrund oder haben Sie das nur als digitales Werkzeug sozusagen im Einsatz? Das muss man sich sozusagen generell überlegen. Das hat jetzt nichts mit Bauwesen zu tun. Kommen wir mal zum Bauwesen, Building Information Modeling. Da gibt es im Prinzip den Stufenplan, der 2015 veröffentlicht wurde. Wir haben heute auch schon gehört, Einführung soll dann bis 2020 erfolgen. Auch da wird gerade aktuell genau definiert, was wird denn eigentlich 2020 erwartet? BIM ist ja nicht gleich BIM. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich 2020 in BIM arbeiten soll? Da beschäftigen wir uns mit sehr vielen Unternehmen und auch Verbänden gerade mit der Definition. Wir hoffen, dass wir zum September da eine abgestimmte, wenigstens für den Infrastrukturbau und vielleicht auch für den Hochbau abgestimmte Version veröffentlichen können. Und Sie werden dann auf einmal sehen, ja, das ist doch eigentlich, sind das viele Aspekte und viele Schritte, die einfach möglich sind. Ich gehe mal ganz kurz auf die Technologien ein, die wir dort entsprechend haben. Also wir haben natürlich Bauwerksmodelle, wir haben mobile Geräte, wir haben gemeinsame Datenumgebung, haben wir heute auch schon gehört. Aber wir sollten uns mit den Potenzialen beschäftigen. Also wie kann ich also meine eigenen Ausführungs- und Planungsprozesse verbessern? Wie kann ich meine Zusammenarbeit mit meinen Partnern im Projekt, vielleicht auch mit denen ich mich zusammengeschlossen habe, aber auch mit den Auftraggebern verbessern? Und wie kann ich zum Beispiel auch neue Dienstleistungen anbieten? Nicht nur das Bestehende einfach machen, sondern überlegen, was kann ich vielleicht als zusätzliche Leistung, das ist eigentlich dieser Wandel, den man braucht, eine neue Leistung finden. Was wird eigentlich aktuell nur gefordert? Das ist gar nicht so viel, muss ich sagen. Wir sagen, wir wollen im Prinzip die Übergabe von digitalen Modellen im Wesentlichen zur Koordination an den Auftraggeber. Also das heißt, Sie liefern nicht mehr Pläne, die liefern Sie auch noch. Sie liefern an den Auftraggeber erstmal Modelle, mit denen er im Prinzip seine Entscheidungen unterstützen kann. Das ist erstmal so die kleinste Sache, die man fordert. Die 2D-Pläne sind immer noch wichtig, aber wichtig ist, dass die aus den 3D-Modellen abgeleitet werden. Sie müssen Informationen ergänzen, die geprüft werden. Das sind die sogenannten Auftraggeber-Informationsanforderungen. Und Sie müssen bei den meisten Projekten jetzt gewisse Kompetenzen und BIM-Rollen nachweisen. Und dann ist das erstmal schon, wenn Sie so Ausschreibungen sehen, ist das erstmal so der Kernaspekt. Was wir nicht machen, Missverständnisse, oder was wir erstmal nicht machen muss im ersten Schritt. Alle arbeiten gemeinsam, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen widerspreche, auch für den Film, wir arbeiten nicht gleichzeitig an einem Modell aktuell, sondern wir bleiben aktuell an den einzelnen Fachmodellen. Sie kriegen einen Auftrag, Sie machen ein Fachmodell, liefern das und es wird koordiniert. Das heißt, wir hoffen, vielleicht schaffen wir es bis 2020, da weiterzukommen, aber aktuell ist es so, jeder bleibt in seiner Hoheit. Deshalb gibt es diese ganzen Diskussionen eigentlich, wer ist für was verantwortlich, eigentlich gar nicht. Sie kriegen einen Auftrag und Sie müssen da jetzt ein digitales Modell erstellen, anstatt einen Plan liefern. Dann gibt es immer dieses, ja, ich muss doch viel, viel mehr jetzt machen. Das kann sein. Im Prinzip habe ich auch BIM-Projekte gesehen, die einfach nach HUAI abgewickelt werden. Das heißt, es werden die gleichen Leistungen verlangt. Wenn Sie mehr Leistungen benötigen oder wenn mehr beauftragt werden, sollen die auch vergütet werden.
Das ist eigentlich so. Man kann Leistung vorziehen. Es gibt immer diese Begriffe 3D, 5D, 4D, ND-Modelle. Ja, das kann man manchmal machen. Wir arbeiten aber gerade im Infrastrukturbereich immer noch mit 2D-Modellen, das häufig. Wir haben immer noch Pläne und Dokumente. Wir müssen immer schauen, für welche Phasen wir solche Modelle insbesondere haben. Wir haben auch immer diese Vorstellung, ja, der Planer macht etwas und der Ausführende arbeitet mit dem Modell dann weiter und ergänzt das. Das ist in der Regel auch nicht der Fall, sondern Sie haben ein Modell, da werden Pläne daraus erzeugt, es wird übergeben. Und häufig, weil ja der Planer noch nicht an die Ausführung denkt, er stellt natürlich ein neues Modell, was für ihn natürlich optimal ist. Und das ist ja auch in Ordnung, das machen Sie heutzutage auch. Sie bekommen 2D-Pläne und arbeiten erstmal auch im Prinzip wieder eine neue Planung aus. Wir hoffen, dass wir irgendwann so weit kommen, dass wir da komplett dran weiterarbeiten können. Das ist aber aufgrund von Softwareproblemen häufig nicht möglich. Und es macht auch keinen Sinn, weil Sie ja vielleicht ganz andere Vorgaben haben, um etwas zum Beispiel auszuführen oder weiter zu planen. Alle Informationen müssen im digitalen Modell gespeichert werden. Auch das ist immer so eine Forderung. Es muss alles da drin sein. Häufig sollte man aber Informationen im Prinzip über externe Quellen, das können auch mal Excel-Listen sein oder Datenbanken zur Verfügung stellen, die sollen nur verknüpft sein mit dem Modell. Also es ist nicht alles in einem Modell, das wird als ein Block weitergegeben. Auch das. Dann ist immer so die Sache, IFC hatten wir vorhin, Building Smart, Open BIM ist nicht einsetzbar, höre ich immer wieder. Ja, das, wenn ich damit weiterarbeiten will, muss ich Ihnen sagen, ist das aktuell noch nicht so richtig gut einsetzbar. Wenn Sie aber damit koordinieren wollen und austauschen wollen, Informationen schauen, Mengenermittlungen und so weiter, dann ist das einsetzbar, auch wenn es im Prinzip noch nicht Standard zum Beispiel für den Infrastrukturbereich gibt. Ganz häufig ist das Problem eigentlich die Software, dass die Software die Exporte nicht richtig beherrscht oder Sie das nicht vielleicht auch nicht richtig modelliert haben. Da haben wir sehr viel immer erfahren, dass es eigentlich eher an Fehlern lag, nicht an dem Format. So, jetzt gibt es immer dieses Auftraggeber, müssen alles im Detail sozusagen ja, beschreiben. Ich habe schon Ausschreibungen gesehen, die sind dicker als, also die Ausschreibungen zu BIM sind dicker als die Ausschreibungen zu dem Bauobjekt, Projekt. Das ist natürlich auch nicht sinnvoll, dass wir jetzt auf einmal alles vorgeben, was die Leute zu tun haben. Der Auftraggeber soll nur vorgeben, was er jetzt noch zusätzlich auch an Informationen benötigt, um seine Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Er soll nicht vorgeben, wie die Leute zu arbeiten haben. Das ist die Freiheit des Marktes sicherlich. Und das heißt, wir schreiben dort eigentlich nur Informationen rein, die noch zusätzlich geliefert werden müssen. Ansonsten müssen Sie eine Fachplanung machen. Sie wissen, wie die Fachplanung geht. Und warum soll ich Ihnen das vorschreiben, wie Sie das jetzt zu tun haben? Sie müssen im Prinzip eine entsprechende Qualität liefern. Und BIM muss immer vom Auftraggeber gefordert werden, das ist auch immer Sache. Das muss irgendwie mehr bezahlt, mehr kosten. Ich kenne ganz viele Projekte, die sogar an unserer Hochschule mit BIM gemacht wurden, obwohl die Hochschule nicht BIM beauftragt hat, sondern intern war es einfach zweckmäßig, 3D-Modelle und auch Prozesse zu koordinieren. Einfach nochmal so ganz kurz, wo wir da hingehen. So, wie kommen wir jetzt nun dahin ins Ingenieurbüro? Wie machen wir das? Wie müssen Sie das als einzelne Personen vielleicht einführen? Also Sie müssen sich Fragen stellen intern erstmal. Nicht warten, bis eine BIM-Ausschreibung kommt. Nicht warten, bis Sie gezwungen werden, sondern wo haben Sie schon digitale Bearbeiten? Wo setzen Sie welche Software ein? Wo gibt es bei Ihnen Schwierigkeiten? Wo haben Sie immer Nacharbeiten? Wo können Sie vielleicht zusammen besser arbeiten? Welche Potenziale würden Ihnen vielleicht selber intern digitale Modelle geben? Das hat sich gezeigt. Alle Firmen, die sehr erfolgreich sind mit BIM, haben das nämlich zuerst gemacht, intern und nicht extern. Und welche Ziele verfolgen Sie? Wollen Sie vielleicht neue Geschäftsmodelle ermöglichen? Und wir müssen natürlich schauen, wer ist eigentlich davon betroffen bei Ihnen? Also die Kenntnis der eigenen Abläufe ist ganz wichtig. Das habe ich immer wieder festgestellt, dass man einfach erstmal nochmal reingehen muss und wo in welchen Bereichen bin ich denn tätig, wo habe ich vielleicht die besten Potenziale? Klar, BIM ist auch Software. Das ist leider so. Das heißt, ich muss mir irgendwo Software auch anschaffen. Das gibt so einen ganzen Strauß von Software. Und alle sagen, sie müssen das Tool nehmen oder der andere muss das Tool nehmen oder das Tool nehmen. Es muss zu ihrer eigenen Aufgabe passen. Ich glaube fast, dass sie wahrscheinlich die Software schon besitzen, die auch BIM-fähig ist oder vielleicht dann ein Versionsupdate nur machen müssen und die Software kann das schon, was Sie vielleicht brauchen. Schauen Sie sich das an, lassen Sie sich nichts verkaufen. Sie müssen natürlich die Software beherrschen, das ist natürlich noch viel wichtiger jetzt. Sie muss natürlich dieses Label ein bisschen schauen, wenn Sie mit Open BIM arbeiten wollen, unterstützen die meisten irgendwo, müssen sich überlegen, was bedeutet für mich Open BIM, was muss ich austauschen im offenen Format.
Und sie muss natürlich den eigenen Prozess verbessern. Aber BIM ist eben nicht nur Software, aber es ist eben ganz wichtig, dass sie das können. So, jetzt gibt es immer so die Sache, ja, was ein großes Problem ist häufig, sind vorhandene Bauteilbibliotheken, die sich für irgendwelche Planungen verwenden. Jetzt nicht für die Tagwerksplanung zum Beispiel, aber wenn Sie irgendwo ein Modell mal erstellen, dann gibt es so ganz viele Möglichkeiten, viele Plattformen, wo Sie sich alles runterladen können, wenn Sie also ein Modell erstellen. Ja, schauen Sie sich das genau an. Sie sind dafür zuständig, dass Sie das Richtige einsetzen. Sie müssen die Qualität sicherstellen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass irgendjemand Ihnen da etwas Richtiges schon vorbereitet hat, was Sie einfach verwenden können. Sie müssen zusehen, dass es nicht zu detailliert ist, sonst kriegen Sie Performance-Probleme. All diese Sachen sind wichtig. Sie sollten die auch beherzigen und Sie sollten vielleicht auch überlegen, können Sie vielleicht mit Firmen, mit Partnern zusammen eigene Komponenten erstellen, die Sie wieder verwenden. Es sollte aber nicht zu detailliert sein, es soll zu Ihrer Aufgabe passen. Also ich habe ganz häufig Modelle gesehen, die sind einfach überfrachtet mit Details, weil sie von irgendwelchen Herstellern einfach verwendet wurden. So, was brauchen Sie zusätzlich noch? Sie brauchen ein paar neue Kompetenzen leider. Da kommen wir zu der Ausbildung. Das heißt, also Sie müssen nicht der BIM-Manager sein, außer Sie wollen das als Geschäftsmodell etablieren, das kann auch sein. Aber Sie müssen zwei Sachen wesentlichen können. Sie müssen Ihre eigenen Modelle digital prüfen. Sie sind für die Qualität, genauso wie jetzt für die fachliche Qualität, für die Qualität der Modelle zuständig. Das heißt, Sie müssen irgendwo schauen, dass Sie sowas machen. Und Sie müssen natürlich auch überlegen, wie kriege ich das Ganze nach außen hin übertragen in die entsprechende Plattform, die entsprechend gesichert ist. Also diese ganze Schnittstellenproblematik sollten Sie angehen, ohne jetzt ein großes Informationsmanagement aufzugehen. Aber Sie müssen da im Prinzip jemanden schaffen, der sich damit wenigstens für Ihre Software beschäftigt. Also beim Qualitätsmanagement brauchen Sie einen internen, neuen, zusätzlichen Prüfprozess für Modelle. Ist leider mehr Aufwand, kann man aber durch Software unterstützen. Sie sollten interne Besprechungen auch am Modell vornehmen, um einfach das zu üben. Sollen einfach Ihre internen Prozesse schon am Modell besprechen und nicht Modell irgendwie hinterher sozusagen erst erstellen. Erstmal 2D was machen und ach, ich muss das ja noch als 3D-Modell, mache ich hinterher mit dem 3D-Modell. Dann lernen Sie nichts dabei. Informationsmanagement, wie gesagt, so ein bisschen Informationen zu OpenBIM müssen Sie sammeln. Sie brauchen interne Vorgaben, wie Sie Ihr Modell aufbauen. Also für sich nicht warten auf den Auftraggeber. Überlegen Sie, was brauchen Sie für Informationen, um selber damit arbeiten zu können. Das ist das Entscheidende. Und Sie brauchen natürlich diese Schnittstellen, die müssen Sie beherrschen, das ist das Informationsmanagement. So, jetzt kommen wir dazu, wie kann man den Menschen unterstützen? Oder was müssen Sie machen? Ja, wie das in jeder Firma so ist, es gibt immer einen Nerd oder einen, der Digitalisierung gerne mag. Solche Leute brauchen Sie. Sie brauchen für die Leute Freiheiten, die mal was ausprobieren können. Das ist einfach so. Sie müssen im Prinzip diese Arbeitsprozesse schrittweise anpassen, nicht den großen Wurf, nicht gleich alles auf einmal, kleine Schritte gehen, was wichtig ist, im Team immer diskutieren. Das hat alles was mit Change Management zu tun, das hat gar nicht was mit BIM zu tun. Digitale Transformation hat viel mit Prozessneuorganisation zu tun. Weiterbildung, Erfahrungsaustausch. Ich habe mal hier eine Landkarte gemacht. Diese Gruppen gibt es schon in NRW, wir sind gut aufgestellt. Wir haben insgesamt 4 sozusagen Gruppen, die sich lokal im Prinzip mit dem Thema BIM beschäftigen. Das sind Gruppen von Building Smart und von Plan Bauen, die da sehr eng zusammenarbeiten, Austausch ermöglichen. Sie brauchen natürlich für sich intern Ansprechpartner auch für technische Fragen und müssen sich den gegebenenfalls schulen, dass im Prinzip die gewissen Leute da sind. Wir sind ja in NRW, ich mache ein bisschen Werbung. Also, nutzen Sie bestehende Möglichkeiten. Ich mache mal ein bisschen Werbung für den BIM-Cluster NRW, der im Prinzip jetzt gut 1,5 Jahren, glaube ich, so sozusagen gegründet wurde, genau mit dem Ziel, im Prinzip zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen auf allen Ebenen. Wir haben aktuell, glaube ich, 60, 70 Unternehmen, die sich da im Prinzip engagieren. Das nächste Treffen ist am 4. Juli an der Universität in Wuppertal. Da geht es um die Bauausführung im Wesentlichen. Also wir haben immer so Schwerpunktbereiche. Das nächste Mal ist die Architektenkammer dran, wo es natürlich um Architektur geht. Wir schauen immer im Prinzip, kommen Sie, es ist kostenfrei, Sie können da einfach hingehen. Es lohnt sich immer. Ein weiteres ganz aktuelles Projekt ist sind die sogenannten Innovationsforen, weil wir wollen ja Innovationen in die Firmen reinbringen. Da gibt es Innovationsforen, die vom Bund gefördert werden.
Da gibt es das Innovationsforum Bauen 4.0. Können Sie auf die Webseite, die ist jetzt gerade seit einer Woche online. Wir haben dazu eine Veranstaltung in NRW, eine bisschen größere am 13. Juli, wo es darum geht, wie können wir KMUs, gerade KMUs, im Prinzip bei Innovationsaktivitäten unterstützen. Wo kann man Förderprogramme vielleicht noch beantragen? Was für Technologien gibt das? Was sind einfach für Möglichkeiten, diese Transformation? Wir haben dazu verschiedene Workshops. Gehen Sie auf die Webseite, schauen Sie sich das an. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben einigermaßen. Fazit, die Welle kommt. Die ist, sagen wir mal, schon fast da. Aber Sie müssen nicht alles auf einmal machen. Versuchen Sie, schrittweise vorzugehen. Nutzen Sie einfach Aspekte. Lassen Sie sich nicht alles verkaufen. Das ist das Problem. Sie brauchen sehr viel Wissen über BIM. Was ist möglich? Was ist gefordert? Was ist sinnvoll? Und Sie müssten einfach eine ganz realistische Einschätzung machen. Sie brauchen natürlich digitale Technologien, aber Sie brauchen digitales Know-how. Und das bekommen Sie nur durch Menschen, die Sie im Prinzip sozusagen ausbilden, die Sie intern fördern. Und das ist sozusagen das, im Prinzip das, ja, nicht das Geheimnis, aber damit kommen Sie einen guten Schritt weiter. Ich bedanke mich.